Hallo zusammen, im Rahmen der Blitzgrundlagen dieser Reihe, die ich mache, möchte ich euch heute etwas über das kabellose Blitzen erzählen und möchte euch zeigen, wie ihr die Kamera einstellt, wie ihr die Blitze nutzen könnt und welche Vorteile das hat. So, ich möchte euch das anhand der A77 und dann habe ich hier ein Objektiv drauf, ein 16-50mm 2,8 und dann habe ich einen 56er Blitz von Sony und den 58er Blitz. Und hier sind noch die, ja, diese Stativhalterungen bzw. wo die Blitze so mit aufstellen könnt. Anhand dieser Ausrüstung möchte ich euch zeigen, wie ihr die Blitze nutzen könnt. Wie ihr seht, sind wir hier in einem Saal drin und hier finden oft Feierlichkeiten statt, Hochzeiten und so weiter. Da ist eigentlich auch eine sehr gute Einsatzmöglichkeit der Blitze, weil wenn ihr die Blitze direkt auf die Kamera montiert oder ihr nutzt nur den integrierten Blitz, dann kommt es oft zu Schlagschatten, ihr habt oft rote Augen drin und so weiter und ihr möchtet ja eigentlich diese Lichtstimmung ziemlich erhalten. Ihr möchtet nur, dass ihr nicht unbedingt verwackelt und dass ihr das so ein bisschen einfriert, halt keine roten Augen habt. Dazu eignen sich halt super diese externen Blitze. Normalerweise werden die halt ganz normal auf die Kamera montiert und ihr könnt die da nutzen, um zu blitzen. Die elegantere Lösung ist halt, wenn ihr die kabellos betreibt und nur mit der Kamera ansteuert, ihr könnt die dann von der Kamera aus auch die Leistung einstellen. Um die Kamera bzw. die Blitze vorzubereiten, gehen wir wie folgt vor. Ich montiere den Blitz auf die Kamera, ich stelle den Blitz an, dann gehe ich ins Kameramenü hier bei der 77, muss ich auf die Funktionstaste drücken, habe dann hier links den Blitzmodus und stelle den auf WL ein. Und dann solltet ihr, kleinen Moment, ich mache mal ein bisschen Licht an, hier in dem Display von dem Blitz könnt ihr schon erkennen, dass der auf WL umschaltet, also auf kabellos. Das ist eigentlich schon alles. Ihr könnt jetzt den Blitz wieder abziehen, lasst den an. Dann packt ihr noch den Schuh drunter, der ist immer mit dabei. Und jetzt könnt ihr den Blitz schon kabellos nutzen. Der blinkt jetzt auch, das heißt, er ist betriebsbereit. Das gleiche machen wir noch eben mit dem anderen. Mit dem 58er Blitz, auch den wieder rauf. Ich habe das hier jetzt schon eingestellt, ich brauche ihn jetzt nur anzumachen. Und schon stellt er sich automatisch ein. Und habe auch hier wieder den WL-Modus eingestellt. So, auch hier wieder den Schuh drunter und jetzt kann ich die Blitze schon positionieren. So, wenn ich die Blitze im Raum jetzt verteile, dann sollte ich auf zwei Dinge achten. Zum einen, hier ist der Empfänger dran, hier vorne, wo es blinkt, dass der Richtung der Kamera zeigt oder in den offenen Raum rein zeigt, dass der auch wirklich das Signal bekommt. Zum anderen sollte ich den Blitz nach oben gegen die Decke stellen. Hier ist es jetzt optimal, weil die Decke relativ weiß ist. Das heißt, ich kann diese großen weißen Flächen als Reflektor nutzen und somit kommt das Licht dann von oben weich runter. Ich sollte also hiermit nicht direkt in den Raum reinblitzen. Das führt nur zu Gegenlicht und allen möglichen Störungen. Ich sollte noch darauf achten, dass der Blitz nicht direkt von der Kamera sichtbar ist. Das heißt, ich stelle den so ein bisschen in die Ecke hier hinten, in diese dunklere Ecke vom Kamin. So, dann ist der nicht direkt von der Kamera sichtbar und hält mir hier hinten die Ecke auf. Das sollte schon reichen. Den anderen Blitz, jetzt nur zur Demonstration, stelle ich mal hier vorne hin, damit ihr auch seht, wie das aussieht, wenn der also direkt im Kameralicht ist oder im Blickwinkel von der Kamera ist. So, und jetzt brauche ich bei der Kamera nur noch den internen Blitz hochzuklappen. Und das ist jetzt mein Steuerblitz und mit diesem Steuerblitz
steuere ich halt die anderen beiden Blitze an. Ich zeige euch das mal kurz. Jetzt hier Blitze, löse ich damit die anderen beiden Blitze aus. Ihr könnt das auch testen, indem ihr hier an der Kamera diese AEL-Taste drückt. Dann gibt die einen kleinen Testblitz aus und dann könnt ihr sehen, ob die Blitze also so optimal arbeiten. Ich mache das mal kurz. Ihr könnt also hier wunderbar sehen, wenn ihr hier einen Vorblitz ausgebt, reagieren hier hinten die Blitze. Optimal. Ja, das war's zum Thema kabellos blitzen. Ihr könnt das wunderbar bei Veranstaltungen nutzen oder ihr könnt aber auch draußen Bäume damit aufhellen. Wenn ihr zum Beispiel im Freien fotografiert, gerade abends, habt ihr eine Gesellschaft draußen und möchtet so ein bisschen Lichtstimmung noch reinbringen, packt einfach zwei Blitze irgendwo unter einen Baum, die schön von unten nach oben blitzen und geht rum und fotografiert die Leute, die Gesellschaft und ihr habt eine super Lichtstimmung. Das ist ein kleiner Tipp. Ihr könnt auch auf die Blitze noch eine bunte Folie legen und somit habt ihr gerade draußen, wenn ihr so eine Art Lichterfest oder ähnliches macht, habt ihr noch einen super Lichteffekt, wenn ihr die Bäume farbig anblitzt. Das war's jetzt zum Thema kabellos blitzen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.